Wir prüfen die Phase an einer Steckdose. Der Tri-Test Easy von Benning hier bei der Kabelprüfung. Prüfung der Phasen an einer CE-Steckdose. Ich schalte von Phasenprüfung in Drehfeldrichtungsprüfung und kontaktiere den Tri-Test Easy mit Phase 1. Der Phasengang wird aufgenommen. Wechsel zu Phase L2. Das Signal der Phase 1 wird mit dem aktuellen Signal der Phase 2 überlagert. Leuchtet die Spitze grün, habe ich ein rechtes Drehfeld. Wir machen noch einmal die Gegenprobe und gehen von der Phase L2, nehmen hier das Phasensignal auf zur Phase L1. Hier sollte jetzt bei korrekter Messung die Spitze rot leuchten und das linke Drehfeld anzeigen. Der Tri-Test Easy ist auch geeignet, um Phasengleichheit festzustellen. In dem Fall blinkt die grüne Kappe. Gleiches können wir natürlich auch in Unterverteilungen machen. Somit ist der Tri-Test Easy ideal für die Elektrofachkraft im Handwerk oder auch Industrie.